die hohen alle frohen zweiten Advent. Es geht weiter mit Generation Duell mit Gen 2. Ja, diesmal werde ich gewinnen. Ja. Ich hab's jetzt gecallt, also gewinne ich jetzt. Alles also hab klar. Ich jetzt gewonnen, also wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent und bis zum nächsten Mal. Ciao, okay. So, für 5 Minuten Kampf. Nein, Pech gehabt. So okay. Schnell geht's leider nicht. Ja, leider nicht. Was? Okay. Oh, verdammt. Hä, Moment mal. Hä, ich hab das extra überprüft. Moment. Mein Evoli darf, also erstmal, ich habe eine Evoli drin, es darf nicht Female sein. Alles klar. Gut zu wissen. Es darf nicht Female sein. What the fuck? What the f- okay, interessant. Ja, ich hab noch was anderes, das Zeug ist drin. Und zwar, das kann ich auch mal sagen, ich habe einmal ein Gyarados drin, und das ist ein Shiny Gyarados. Und das hat ganz, es war übrigens der Krampf, weil das ist das Shiny Gyarados aus dem See des Zorns sein muss. Und das hat übelst. Ich muss gucken. Ja. Es musste übelst die EVs und so einstellen. Weil das nicht passt. Also es hat ganz spezielle EVs. Okay, wir müssen kurz cutten, ich muss mein Team kurz ändern. Das geht leider. Da sind ein paar. Ich hab das nicht wegen Shiny-Sachen teilweise deswegen. Okay, kein Problem, dann machen wir jetzt hier. einen kleinen Cut. Wir mussten nämlich gerade unsere Teams anpassen. Weil? Ja, wir haben da so schöne Sachen herausgefunden über Shinies und Geschlecht in Bezug auf die DVs. Also die Geschlechter sind hier noch abhängig von den DVs. Ja, und das ist Shinies auch. Das ist mit Hashtag. Ja. Also stimmt. Oh, ich vergesse das immer wieder, dass man mit dem Pokémon anfängt, was vorne ist. Also. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich ändere mein Team nicht mehr. Ich liede immer mit Gyarados. Ist okay. Ja, das Problem ist, Gyarados ist in der Gen 2 einfach super nutzlos, weil es hat kaum physische Moves und ihr Gas sind Split. Ich gerade überlegen. Deswegen hat mein Gyarados nur so einen semi-guten Moveset. Bäm! Zap kann ich missen. Zap kennt ja von daneben gegangen ist. Das ist so dumm. Oh, ich hab überhaupt ein Feuer. Oh, ich hab... Noch ein Feuermove habe ich drin sogar. Oh, okay. Also, du hast auf den Safe Fire Blast auf Gyarados. Das Dumme ist, das wird überhaupt keinen Schaden machen. Ich habe mich mit Spezialangriff. Weil jetzt ist der Split wieder da. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr überkrassen Spezialangriff, sondern ich bin halt nur normal. Ey, Bam, siehst halt du den mal. Namen? Ja, Elbat, so, du, Substitut, alles klar. Alter, willst du mich? Warte, was ist. Ich bin schon froh, dass man nicht Buffon überhaupt gemisst hat. Ab jetzt, ich könnte ja mein Gyarados tatsächlich auch mit Regen dann spielen, aber es ist auch total sinnlos. Das war vielleicht nicht der. Bin ich doch, ich bin langsamer. Das ist doof. Bäm. Als ob das nicht reicht, um den Sap zu brechen. Das ist ein Scherox und das ist ein Steinmann und das war. Aber das ist ein physischer Move! Ich merke gerade, vielleicht war das gerade nicht der beste Play. Und Hydro-Pumpe Mist. Steelwing, du weißt, Stahlattacken sind nicht so. Also übrigens, ich habe auch allen Mons Überreste drauf, weil es dieses Item gibt. Danke. Ja gut. Ja gut. Ja, sag nicht, ich reiße irgendwas mit Gyarados, ja? In der Gen. Hab ich doch gar nicht, das hast du jetzt. Hast du nicht auf allen deinen Mons Leftovers drauf? Nein. Ich würde das ja gerne zeigen, was ich habe, aber ich bin ja leider langsamer. Egal, gehen wir erstmal raus. Bäm! Halt, du. Leftovers. Alle haben Leftovers drauf. Okay. Bäm! Oh, warum macht das so wenig Schaden? Oh nein. Ja, Porygon kann Curse in dieser Gen. Möchte ich nur mal kurz sagen. Ich möchte darauf hinweisen, ich müsste mich richtig erinnern kann. Genau, ich habe einen Mon, was dagegen halten kann. Ich habe halt. Oh, weil ich, scheiße. Weil ich wusste halt, dass Curse ziemlich broken ist in Gen 2, habe ich einen Mon, was dabei was gegen Curse machen kann. Oh Goddammit, das hat nicht gereicht. Im Koffer, also. Dann hilft nur eins. 50%, aber okay. Getroffen, Parker.
Ja, Mann! Ich habe gerade gelesen, dass 100% Fahrer hat, das ist ja schön. Return. Ha! Garados überlebt das natürlich. Komm, Hydropump, quit. Und oder eine Para. Nein! Komm schon! Hashtag seht es. Oh nein. Ich habe keine APs mehr auf Hydropump. Jawohl! Well! Oh nein, natürlich das sogar. Wie Inter gewinnt das jetzt. Ja, ich glaube auch. Aber Gara, das war nicht zu da, irgendwas zu reißen, ja? Ja, mal gucken, was kommt jetzt. Gen 1 Strikes Back. Okay. Ich habe eine hohe physische Verteidigung, ne? Oh, ja, Mann! Ich habe Eisbeam gedrückt. Naja. Surprise! Ich hab auch Natara. Und es muss Ben nicht sein, Ben Toxin. Scheiße, wir haben das. Er sagt nicht, dass wir fast dasselbe drauf haben. Ich glaub. Das wird jetzt gleich so super dumm. Das wird jetzt gleich super dumm. Wenn du das eine nicht drauf hast, was ich drauf habe. Ja, gut. Ach so, ja. Als ob das blockt. LOL! Oh, wie broken ist das denn? Ach ja. Jetzt kommen die Vietnam-Flashbacks von Xerox wieder. Natürlich. Ich glaube nicht, dass du irgendwas hast, um mich aufzuhalten. Sie können mich nicht aufhalten. Ei! What? Moment, dein Wandel ist ein Stahl sehr effektiv. Das ist ein Bullengestein, Mann, ne? Ja gut, dann müssen wir. Schade, dass es nicht. Schade, mein Item hat noch nicht getriggert. Was hast du für ein Item? Ich sag's dir nach dem Match, wenn ich. Erstmal zu Ende machen. Ich will mal sagen, ich stehe gerade in einer relativ guten Position, weil Garrot ist halt die Frage, was du noch hast. Ich muss irgendwie deinen Sub kaputt machen können. Ja, es dürfte ja wohl nicht schwierig werden, oder? Und danach noch einen Angriff tanken. Das ist das Problem. Ja, gut. Müssen wir das Lieb und Kill reinbringen. Wow, es kann wissen, das ist gut für mich. Ah, Sleep and Kill reißt es hoffentlich, in der Hoffnung, dass du keine Geistmonster hast. Wer weiß? Oh, das ist gut. Ich hab natürlich auch die Überreste drauf, mich nicht irren. Ich hab aber auf allen Mons einfach Überreste drauf gemacht. Ich möchte nur kurz sagen, mein Death wurde geboostet, ne? Ja, das ist mir egal. Och man, warum funktioniert das nicht? Das ist keine Chance. Denn ich habe. Ja, wir werden sehen. Rest auf mein Mann drauf! Oh, hä? Funktioniert das? Das wird gleich super dumm. Das wird gleich super dumm. Aber das. Ja, okay. Ich habe natürlich Sleep Talk, ne? Wie man es hat. Mal sehen, was ich mache. Of course, okay. Er hat überhaupt kein Damage. Gott, wie die. Also, Steel Wing boostet sich das, ne? Bam, Double Edge, perfekt. Deswegen Sleep and Kill. Ich schlafe und dabei mache ich Angriffe und töte. Ich finde, das war das ein super guten. Ja, okay, das war dumm. Ich hab gedacht, ich wusste nicht, wie viel KP mein Homo-Friends haben. Okay. Sleep and Kill, Sleep and Kill, Sleep and Kill, Sleep and Kill. Relaxo ist sehr OP.
Nein, ich krieg das rein. Ich bekomme jetzt mehr Leftovers wieder. What the fuck? Nein, das ist nicht nett. Bam. What? Alter, wie heftig ist das? Ja, das Einzige, ich habe halt super Angst gehabt bei Sleep and Kill, dass man einen Geistmann dabei hat. Ich bin nicht mehr confused. Alter, wie heftig ist das denn? Ich hab grad War gedrückt bei Way, ne? Warum bin ich schneller? Sag mir bitte, warum ich schneller bin. Ah nein, weil War minus, weil War ja negative Prio hat. Und ich bin doof, warum bin ich nicht darauf gegangen? Warum bist du nicht auf Tuxing gegangen, meinst du? Ich hab was drauf. Ja, nee, warum ich nicht auf Feuer Charme gedrückt hab, um das zu. Ja, gut, Ich hab mir das auch so vorgestellt, irgendwie. Dass Relax du dann aufräumen musst. Please? Das ist ein nettes Mann. Oh nein! Das mit. Oh Gott, das macht nicht genug Damage, glaube ich. Ich glaube, ich mache nicht genug Damage, um dich zu besiegen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das sowas kommt. Was du kannst, kann ich schon lange. Habe ich irgendwas, um das aufzuhalten? Ja, habe ich. Okay, perfekt. Ich kann das notfalls besiegen. Weil ich jetzt nicht genug Damage drücke. Oh, jetzt kommt das übelste Battle. Ich oh, die Slam, ja gut, das macht nichts. Ja. Also ich werde wahrscheinlich gleich gewinnen. Ich habe noch einen Simsala mit Ice Punch. Oh, nice. Das kann ich nur falls rausnehmen, weil Ice Punch speziell ist. Das ist mein Leben. Du hast aber kein. Du hast kein Sleep Talk drauf? Nein. Siehst du doch. Ah ne, du siehst nicht alles. Ich hab noch Erdbeben drauf natürlich. Mann! Also ich hatte jetzt noch einen Simsala und einen Gengar. Und Simsala konnte halt die Elementarpunches, die hier noch speziell sind. Und mein Gengar konnte Hypnose. Oh Mann, ey. Yay! Ich hab auch die schon sehr gemacht. Als Relaxer war schon sehr tryhardig, ich muss zugeben. Ja. Ich weiß, wurde ich nicht im letzten Match auch von. Nee, was hat mich der. Hat mich nicht im ersten Match auch Relax zerstört? Nee, er hatte keinen Relax so mit. Ach so. So viel dazu. Ja. Ja, wir wollten noch spannende Battles. Spannende Battles mit Sleep and Kill. Naja. Okay, das weil heißt. Beim nächsten Mal wird mich Fos wahrscheinlich in den Boden stampfen. Ja, Gen 3, mal sehen. Je mehr wir uns Gen 5 nähern, umso schlechter werde ich, nämlich glaube ich. Ja. Weißt du, von mir aus kann ich Gen 1 bis Gen 4 verlieren. Wenn ich Gen 5 verliere, dann ist es. Dann bin ich am Ende. Okay, alles klar. Dann bin ich dann. Dann quitte ich Pokémon. Safe Call. Zitat. So. Ja, das wird jetzt bestimmt nicht auf Twitter kommen oder so. Nein. Okay, ja, nächstes Mal geht's ja weiter. Dritter Advent und so. Dritter Advent, dritter Gen. Ja, Weihnachten kommt immer näher. Vergiss das nicht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.